Und wer einen Kamin hat, kann das Ganze natürlich auch auf dem Kamin trocknen. Das geht auch wunderbar. Sogar noch etwas schneller. Das liegt wahrscheinlich daran, weil die Temperatur etwas höher dann ist. Hier haben wir beispielsweise jetzt auch mal Ingwer genommen. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Hagebutte. Wir werden die Hagebutten ernten und dazu ziehen wir jetzt erstmal los. Und nicht wundern, im Film wird es gleich ein bisschen rauschen, es ist sehr windig draußen. Aber nichtsdestotrotz muss man das jetzt machen, denn es wurde höchste Zeit, dass die Beeren jetzt geerntet wurden. Es ist Hagebuttenzeit. Wir hatten jetzt die ersten kalten Nächte und die Früchte sind jetzt richtig schön reif. Beim Abpflücken muss man ein bisschen aufpassen, denn teilweise zerplatzen die schon, wenn man richtig feste drauf drückt. Und dann kommt das Fruchtmark heraus, was übrigens sehr bekömmlich jetzt schon schmeckt. Aber zunächst wollen wir jetzt erstmal die ganzen Früchte mit Stiel ernten, damit wir für unseren Tee später die passenden Früchte haben. Durch die Kälte sind jetzt einige der Früchte mittlerweile schon matschig geworden. Und die können wir jetzt natürlich nicht verwenden, sondern wir verwenden jetzt nur Früchte, die also noch fest sind. Von daher soll jetzt schon mal gesagt sein, nach Möglichkeit erntet die Hagebutten vor dem ersten Frost, bevor es kalt wird. Denn dann sind die Früchte noch fest und man braucht nicht so viel aussortieren. Wir pflücken uns jetzt die Beeren, die noch richtig fest sind, so wie dieser hier. Und der hier zum Beispiel, der ist also schon sehr weich und matschig. Im Übrigen schmeckt das Fruchtmark also sehr, sehr lecker. Mmh, richtig aromatisch. Aber wie gesagt, für unseren Tee nehmen wir nur Beeren, die noch schön fest sind. Einmal kurz draufdrücken auf die Frucht, wenn sie fest ist, abpflücken. Hier habe ich jetzt ein bisschen Glück. So sehen die Schlehen aus. Ist mittlerweile auch reif. Aber um die werden wir uns dieses Jahr nicht kümmern. Das machen wir vielleicht im nächsten Jahr mal. Sehen so ein bisschen aus wie Zwergpflaumen. Das hier ist ein Weißdorn und der steht voll in der Frucht. Überhängend. Und dort werden wir uns ein paar Samen mitnehmen für nächstes Jahr. Und mal aussehen. Nein, wir werden jetzt nicht das Baby baden, sondern die Hagebutten. Denn die müssen wir jetzt natürlich erstmal waschen. Dazu nehmen wir lauwarmes Wasser. Und waschen die Beeren vorsichtig, so etwa eine Minute oder so. Auf jeden Fall so, dass sie sauber sind. Nicht zu lange im Wasser lassen, denn sonst gehen uns Inhaltsstoffe verloren, die wir für unseren Tee brauchen. Von daher also nicht zu lange waschen, aber doch schon so, dass wir die Beeren gründlich gewaschen haben. Muss mal eine probieren. Nachdem wir die Hagebutten jetzt gewaschen haben, legen wir sie auf ein Handtuch. Wir werden das Ganze jetzt vorsichtig trocknen und lassen die Beeren dann noch eine Zeit lang liegen, bis sie richtig oberflächlich abgetrocknet sind. Und nur ganz vorsichtig abtrocknen, also nicht kräftig drücken oder so, sondern wirklich nur ganz, ganz leicht
rubbeln und der Rest dann muss dann jetzt an der Luft erstmal antrocknen. Ja, so geht's auch, ne? Deckel auf, Wasser raus. Nach einer Viertelstunde sind die Beeren mittlerweile oberflächlich abgetrocknet und die backen wir jetzt flach auf ein Backblech. Und dann kommen die Beeren mit Stumpf und Stiel in den Backofen bei ca. 40 bis 50 Grad. Das Ganze legen wir nur flach auf hier. Oh, bleib so hier. Am besten natürlich mit Umluft und dann lassen wir die Früchte trocknen. Wer möchte, kann sich jetzt die Arbeit machen und die Beeren vorher säubern. Das heißt also die Blütenreste entfernen und die Stiele entfernen. Wir schneiden die Hagebutte jetzt einmal längs durch, klappen die auf und entfernen dann, so wie Nicole, mit dem Fingernagel oder mit dem Löffelchen oder wie auch immer, die Kerne. Jetzt mal im Ernst, würdest du dir die Arbeit machen und jede einzelne Beere derart säubern von den Hagebutten? Also ich mache das nicht. Nicole macht das jetzt auch nur zur Demonstration, dass man das machen kann. Wir werden die Beeren komplett trocknen, so wie wir sie geerntet haben, nur gewaschen halt und angetrocknet, für unser getrocknet, damit sie nicht zu nass in den Backofen kommen. Und wenn die Beeren richtig trocken sind, dann entfernen wir einfach nur noch die Reststiele, die lassen sich dann ganz leicht abbrechen, da das auch gedörrt ist, also hart ist. Und damit ist die Sache dann soweit erstmal gegessen. Gucke schon wieder schmusebedürftig. Nach 24 bis 48 Stunden sind jetzt unsere Hagebutten getrocknet. Das ist abhängig davon, wie groß die Früchte sind und wie viel Feuchtigkeit in den Beeren drin ist. Das kann man vorher nie genau abschätzen. Und wir werden jetzt noch ein paar Tage offen liegen lassen, auch breitflächig, damit das Ganze noch ein bisschen ausdampfen kann und die Restfeuchte wirklich entweicht. Und dann verpacken wir das Ganze in Dosen, luftdicht und holen uns portionsweise so für 2 oder 3, 4 Wochen die Beeren heraus, zerkleinern die dann entweder mit so einem Mixer oder Mörser oder was auch immer. Und können uns so dann, wie gesagt, für ein paar Wochen das Ganze abpacken in separate Behältnisse, damit wir unseren Tee zubereiten können. Wer die Möglichkeit hat, so wie wir einen Kamin hat, ich meine, wir haben es jetzt versuchsweise auch auf dem Kamin gemacht, also dort kann man die Beeren auch trocknen, funktioniert auch wunderbar. Dort hat man etwas mehr Hitze, da muss man aufpassen, dass man also das Ganze nicht zu sehr erhitzt. Man packt die Beeren dann auf den Teller. Sogar noch etwas schneller. Das liegt wahrscheinlich daran, weil die Temperatur etwas höher dann ist. Hier haben wir beispielsweise jetzt auch mal Ingwer genommen, in Scheiben geschnitten. Und das kann man jetzt richtig schön im Mörser klein machen und dann zum Würzen nehmen. Und kann so die Hagebutten auch trocknen. Wer die Möglichkeit hat, das geht auf jeden Fall wunderbar. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles zusammen. Zum Ernten und Trocknen auf jeden Fall, denke ich mal. Und wir werden jetzt in Kürze euch zeigen, wie man aus Hagebutten Tee zubereitet, wie man das macht und welche Möglichkeiten es da gibt. Ne, Coco? Der Tee ist sehr lecker, wir haben schon probiert. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Geschmack. So, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und Coco. Ciao. Das ist nicht genug, ne? Hier. Bam, 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 bam. Sind die Hagebutten jetzt getrocknet? Das ist abhängig davon, wie viel Feuchtigkeit in so einer Beere drin ist und wie groß so eine Beere ist. Im Übrigen handelt es sich hierbei um Rosen. Und ihr könnt natürlich auch andere Rosensorten nehmen, Hundsrosen oder auch Gartenrosen. Das geht auch mit denen. Die Beeren sind natürlich wesentlich größer und brauchen dann wahrscheinlich etwas länger zum Trocknen. Aber das sind die typischen Hagebutten, die wir jetzt hier getrocknet haben von der Wildrose. Und die werden wir jetzt noch ein paar Tage offen liegen lassen. Also nicht jetzt sofort verpacken, sondern ein paar Tage offen liegen lassen, dass die restliche Feuchtigkeit rauskommt. Und dann packen wir das Ganze in geschlossene Behälter. Natürlich die ganzen Beeren, also die zerkleinern die nicht, sondern die bleiben so, wie sie jetzt sind. Natürlich noch gesäubert von den Stielen. Die Stiele werden wir dann noch abbrechen. Und dann kommen die so verpackt. Und wenn wir dann jetzt
Die brauchen wir uns einfach so eine Menge raus, die wir in 2 bis 4 Wochen verbrauchen, zerkleinern die mit einem Mörser oder mit einem, wie heißen die Dinger? Zauberstab. Zauberstab, Mixer. Zerkleinern wir die richtig, das geht wunderbar und das werden wir euch im nächsten Film auch zeigen.